Konflikte mit sozioökonomischen Ursachen werden von den Beteiligten oft aus strategischen Gründen im Nachhinein kulturell eingefärbt. Statt einzugestehen, arm oder überfordert zu sein, wird die kulturelle Karte ausgespielt. Es werden Besitzansprüche geltend gemacht, indem angeblich unüberwindbare kulturelle Differenzen betont werden. Es geht in dem Konflikt aber gar nicht um Bräuche, Traditionen oder Werte, sondern um Macht, Geld und die Besetzung bestimmter Posten. Ein interkultureller Konflikt liegt also eigentlich nicht vor. Das Spielen der kulturellen Karte dient lediglich dazu, die Interessen der eigenen Gruppe durchzusetzen. Zu diesem Zweck werden die Gemeinsamkeiten, die die Kulturen teilen, in den Hintergrund gedrängt.